But if you close your eyes. So, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von FeeTheBeast Infinity Evolve. So, in der letzten Folge haben wir schon angefangen, über mir die Plattform so ein bisschen anzufangen, damit wir unseren ganzen, wie nennt man das jetzt, Technikkram, so jetzt haben wir, danke, Technikkram da oben einbauen können. 1, 2, 3, das sind nochmal 2. Genau, damit wir unseren Technikkram da oben so ein bisschen einbauen können und damit wir halt auch so ein bisschen vorankommen mit allem. So, ich baue jetzt nochmal 2 Platten. Ich baue erstmal nur noch eine Platte. Zack, davon brauchen wir 9. Zack, davon brauchen wir 9. Runter, runter. So, das nehme ich mal wieder an mich. Och, mach die Tür auf, ey. So. Wir sind weiterhin dabei, hier Sand abzubauen, weil ich hab keinen. 9. 9 ist eh nicht zu viel. Den 9. setzen wir hier hin. Perfekt. So. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte ja hier Glasscherben her, Glasscheiben, nicht Scherben, Scheiben bitte herstellen und wo ist denn das Zeug? Schwupp, haben wir schon eine. Ich werde mal gerade nochmal runtergehen in meine Mine, damit ihr die auch mal seht, weil die ersten paar Folgen für Leute, die diese Folge vielleicht erst sehen, ich habe gestreamt und habe die ersten paar Folgen leider nicht aufgenommen. Weil entweder ich oder mein Programm uns beide dachten, das wird doch nichts, schalten wir den Bums gleich direkt mal ab. Wir drücken mal F7, wir sehen selber, wir haben nur einen Stock und keine Kohle. Toll. Ich habe keinen Stock, ne, nur einen Stock und keine Kohle. Ich hätte lieber keine Kohle, ne doch, hätte lieber nur keinen Stock und eine Kohle. Mann. So, den bauen wir ab. Hier ist Kohle drin. Wie viel haben wir? 12. Daraus dürften wir doch eine Fackel bauen können. Ich sollte mir mal wieder angewöhnen, dass ich immer mit Holz in die Mine gehe. Hat sich im Singleplayer immer relativ gut bewährt, sage ich jetzt mal. So. Och, geh mir nicht auf den Sack, ey. So, wo ist mein Turtle? Da ist mein Turtle. Kies kann weg. Wir bauen den da hin. Schreiben jetzt Tunnel 4,9. 3,4,5. Und schicken den los. Gib ihm. So, ich will ein bisschen Einheitliches hier haben. Gut, ich habe Redstone dabei. Somit kann ich es auch abbauen. 1, 2, dann kommt hier eine Fackel hin. Hier kommt eine Fackel hin und hier kommt eine Fackel hin. Da ich erfolgreicherweise ja Holz oben vergessen habe. Ich habe gerade eine Spinne gehört. Da ich ja erfolgreicherweise mein Holz oben vergessen habe, kann ich keine neuen Fackeln bauen. Finde ich genauso bescheiden wie ihr. Ich glaube, euch ist das scheißegal. Ihr guckt es euch an und denkt euch, was soll das? Was labert der da? Hat der überhaupt gelernt? So. Und dann kann ich sagen, haha, Leute, nee, habe ich echt nicht. So, ist hier irgendwann cooles Eisen? Was haben wir hier oben? Jelorium. Ich will das Eisen haben, bitte. Danke. Was hast du jetzt hier? Oh. Ben, Alter, ist das dein Ernst? Was hast du denn jetzt schon erfolgreich an Eisen rausgeholt?
Nehme ich, danke. So, was haben wir hier? Hier haben wir Blei. Davon brauchen wir auch noch ein bisschen was. Alec, nee, ich kann mit dem Zeug nicht anfangen, ehrlich nicht. Das ist mir irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. So, ich habe drei Eisen. Ach ja, ich wollte ja hier noch den Redstone mitnehmen. So. Ja, klar. Läuft. Schön, wenn ein Plan funktioniert. Ich hab nochmal getrunken. Ist fast leer, keine Sorge. Klettern wir mal just hoch. So. Dann fangen wir jetzt mal an. Solar sind wir weg. Ender. Und jetzt wird's spannend. Ich brauche ein Malwerk. Nicht, weil ich gerne male, sondern einfach, weil ich es brauche. Dafür brauchen wir Gold. Nuggets haben wir. Wir brauchen dafür. Ich sollte vielleicht mal mein Inventar vorher leeren. Mann, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ist das dein Ernst? Steine schmeißen wir raus. Erde schmeißen wir raus. Blei nicht. Restlichen Quatsch brauchen wir alles. Ich habe echt ein Talent für Missklicks. Aber jeder, also der mir weiter zuguckt in diesem wundervollen Tutorial für besonders hässliche Bauwerke, steht hier drunter wie Öl, sage ich euch, wird merken, dass ich mit diesen Missklicks echt verdammt gut umgehe. Weil ich davon auch total viele mache. Zum Leidwesen meiner eigenen. So, wir haben Kupfer, wir haben Rotstone. Ja, ich nenne den Rotstone. So, damit hätten wir unseren ersten Basiskondensator. Sehr gut. Mit diesem besagten Basiskondensator müssen wir jetzt einmal so ein wundervolles Teil hier bauen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie jetzt. So, weil ich absoluter Experte schon wieder den Scheiß falsch gebaut habe. So, Cobblestone. Ich hatte irgendwo einen Cobblestone, den ich erfolgreich dem NPC-Dorf gemobst habe. Wenn ich jetzt auch noch weiß, also wo er ist, bin ich glücklich. So, wir brauchen was brauchten wir noch? Eisen und Flint. Ich habe genau drei Flint. Also Feuersteine und vier Eisen habe ich noch. Krasser Scheiß. So, ich mach mal gleich das Ding wieder aus hier. So, warte mal, F7. Back. So, den hier setzen wir jetzt erstmal hier drunter. Ich weiß, sieht scheiße aus, ist mir aber egal. Irgendwie online. Ja, bin ich. Weg damit. So, ist mir aber egal, weil ich meinen ganzen Krempel jetzt mal verkleinern kann. Ich Kies irgendwo. Ja, ich habe Kies. Perfekt. So. Dann brauchen wir Eisen. Eisen. Ja, das war's. Ich habe gerade echt ein Denkglück gehabt. Passiert mir öfter. Lustigerweise. So, zuerst schicken wir den Kies durch. Warum? Ganz einfache Geschichte. Ja, der sich hiermit nicht auskennt, wird es gleich sehen. Der macht jetzt meinen Flynn und macht mir daraus einen Feuerstein. Wenn er mal fertig wird. So, dieser besagte Feuerstein macht, glaube ich, 20% weniger Energie, die er verbraucht, um diesen hier
Output 120%, Bonus-Output 125%, Energiereduktion um 15%. Hört sich jetzt erstmal so nicht viel an. Ich bin ehrlich, habt recht. Nichtsdestotrotz soll er das mal machen, weil dieser nette Energietank, der da oben steht, macht das schon ganz gut. So, dann wollte ich das hier bauen. Das ist ein Redstone-Block. Ich brauche 4 von den Dingern. Dry brauche ich davon. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. So, dann kommen wir 1, 2, 3, 4 davon rein. Und Redstone 4 und... Hier, ich habe mich gut verzählt. So, dann brauche ich einen Redstone-Block. Den machen wir. Und 4 Eisen. Oh, wirklich jetzt? So, wir können aber schon mal das hier machen. Den Redstone-Block in die Mitte. Schmeißen den Kies da jetzt rein. Und sind maximal genervt. Leider Gottes. Jetzt heißt es warten. Wir haben einen. Ich trinke nochmal, bis es fertig ist. Wir haben einen zweiten. So. Wir haben einen dritten. Jetzt kommt der dann noch rein, weil dann haben wir auch unseren vierten. Dann haben wir auch schon unseren Tank. Also nicht Tank, sondern unsere Energiezelle. Ups. So, perfekt. Die kann jetzt 1.000.000 RF speichern. Es gibt ja RF und ich glaube UF. Ich spiele zu 100% immer mit RF. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich mit UF baue. Und das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der, wie heißt er? Hier, mach mal Feuer, Alter. Was ist mit dir? Ey, du Arsch. Schubst der mich da einfach runter? Stimmt der nicht mit ihm? Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Hätte auch ein Creeper sein können. So, ist aber nicht schlimm. Den bauen wir einfach ab. Genauso wie das Sonnenteil vorerst. Und das Ding hier. So, warum? Einfache Geschichte. Das Sonnenteil kommt da drauf und das Ding kommt davor. Ich meine, klar, der macht jetzt nur ein RF, aber man muss dazu bedenken, der macht halt wirklich... Auch wenn der jetzt nichts drin ist, pumpt er den Tank immer wieder ein Stück weit voller. So, nachdem wir das erfolgreich erledigt haben, überlege gerade, was wir jetzt machen, weil wir haben echt, wir müssen erstmal wieder runter ein bisschen minern. Aber zuallererst muss ich wieder hoch, weil, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich habe nichts dabei. So, wir schmeißen das mal alles hier rein, das auch. Erze auch wieder. Genauso wie die Sachen, die ich dafür nicht brauche. Der gemacht da. Kann man daraus nicht auch so Brot herstellen? Nee, die müssen jetzt erst in den Ofen. So, aber dafür warte ich, bis ich ein paar mehr habe. Das lohnt sich sonst nicht. Ja, ich habe eine Kartoffel, ich habe Ditte dabei, ich habe einen Zaun dabei. Und ich habe vor allen Dingen ganz wichtig meinen Hammer dabei. Er hält zwar nicht viel aus, aber ich kann ihn mit Stein reparieren. Das macht ihn schon zu einer unglaublichen Hilfe. So. Und ich sollte vielleicht hier was wegnehmen. Und eventuell noch eine Truhe dorthin setzen. Oh, das war jetzt falsch.
So, 8 Stück reicht für eine Truhe. Die kommt jetzt genau daneben. Und ich kann mein Stuff loswerden. Sehr gut. Nope, hier. So. Also, gehen wir wieder runter, ein bisschen minern. Damit es hier heute noch was wird. So, jetzt sind wir schon unten in der Mine. Klar, andere YouTuber schneiden das raus. Ich jedoch nicht. Aber das ist der passende Moment, um nochmal einen Break zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr so lange zugeguckt habt und die Nerven dafür behalten habt. Respekt. Ich würde mich total über einen Daumen freuen, würde mich total über ein Abo freuen und auch über Kommentare, positiv als auch negativ. Weil negatives Kommentar ist auch ein Kommentar, weil damit kann ich mich nur verbessern. Ja, so viel zu mir. Ich würde dann mal sagen, Cheerio, bis zur nächsten Folge.